Moin Moin und hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Mad Games Tycoon. Versionstechnisch hat sich nichts geändert. Ich bin Lazy LP und ja, wir spielen hier auf Normal Geschwindigkeit und auf Stufe Normal. Dafür haben wir aber auf alles auf zufällig gestellt. Also die Marktanteile sind hier willkürlich. Dann die Genre-Zusammenstellung, sprich, was sonst vielleicht ein Denkspiel mit Arcade geht und mit Geschicklichkeit und Jump'n'Run und interaktiven Film geht jetzt vielleicht ein Denkspiel mit Ego-Shooter, Third-Person-Shooter und Strategie. Wer weiß, das werden wir alles erst noch rausfinden müssen. Wir haben hier einen Angestellten, das Bo. Und der ist ganz schön euphorisch. Euphemius. Ja, wir haben unser zweites Spiel fertig gehabt in der letzten Folge. Ein Radioaktivitätsgeschicklichkeitsspiel, wo wir buddeln müssen. Ich denke, 62.000 miese gemacht. Wir gucken erstmal. Da gab es doch sicherlich. Ach ja, 6 Bugs waren da drin. Die machen wir erstmal weg. Oder auch nicht. Was sagt. 188, ja, das geht. Die Bugs. Bugs Bunny. So. Es gibt auch schon das nächste Feature zu erforschen. Da ist eine Dreier. Ich muss erst wieder reinkommen. Sorry, unsere Engine ist auf 4 mit 10.000 und 20%, so wie die Dreier. Nicht? Ja, genau, 10.000 und 20%. Wurde die schon gekauft? Eine. Okay, noch kein Umsatz gemacht. Das heißt, die wird noch. Game of Witch ist schon 50.000 verkauft. Aha. Nicht schlecht. IDE oder IDI Software und Oregon. Okay, dann machen wir gucken, 50.000. Das schaffen wir wohl, wa? Dann gucken wir mal hier in die Chart. Mit 50.000 ist schon Top 10 drin. Ne? Unser erstes Spiel mit 24.092. Atominus. Oha. Oh, das haben wir geschrieben. Roll Not Away. Auch von IDI. Ja, aber nicht mit unserer Engine. Na gut. The Hammer. 163.000. Oha, 86. Na gut. Dann gehen wir da mal ran. Ich würde sagen, Licht los, Jungs. 7.800. Nach 2 Wochen schon 18.000 verkauft. Die Bugs sind raus. Wir hauen gleich unser erstes Update hinterher. Oder. Wie viel gibt's denn? 14.000. Okay, dürft ihr da erstmal ran. Ich bezahle erstmal die 25.000 zurück. Über 18.000 nach 2 Wochen. Das ist ja mal richtig geil. Schon 50.000 Gewinn gemacht. Und zack, fertig. Ich denke, jetzt dürft ihr ein Update machen. Das haben die lange genug gewartet.
Mache ich auch voll von 5600 Shit drauf. Ist es mir wert. Die Zahlen gehen schon wieder runter hier. Nach 4 Wochen auf 9000. Seht ihr? Und zack. Upp. Bester Soundtrack missing. Beste Grafik. Ja, das da. Nein. Nein. Haha. Oh, scheiße, das haben wir. Ja, wir sind bei 1,5%. Und, boah, über 10.000 verkauft. Und wieder runter auf etwas über 9.000. Du hast nun genug Geld, um Lizenzen zu erwerben. Spiele mit echten Lizenzen kommen meist besser bei den Spielern an. Lizenz erwerben steht nun zur Verfügung. Cool. Jetzt können wir dann so Filme, Filmtitel oder so meistens. Ja, dann entwickelt mal. Und hoffen auf 6,5 nur noch runter. Ich glaube, wir machen auch gleich schon das zweite Update hinterher. Ja, ich denke, wir haben dann sehr gute Einstellung gefunden. Oh, ja, okay, könnt ihr noch eben schnell fertig machen. Fertig, Saat. Los. Schneller. Update hinterher. Oh, da gab es einen Hype. Ah, Game of Witches. 79.000 verkaufte Einheiten. Nochmal 73.000 für uns. Wir sind schon drüber mit 107.000. Das sieht auch gut aus. Jetzt sind wir auf dem dicken. Ja, ich denke, das könnte ein Top-3-Game werden. Und ich denke, wir sollten schon mal. Grafik, Sound ist eigentlich ganz wichtig, gerade bei Spieleprogrammierung. Wir nehmen dich erstmal, hier kannst dich hier ein bisschen austoben. Ja, ich kann super, was auch immer. Ich würde sagen, wir bauen erstmal noch einen zweiten Entwicklungsraum. Fünfmal. Hey, wo willst du hin? 5x3. Stopp. So, brav. Mann, dass man euch erst alle zu eurem Glück zwingen muss. Schreibtische, 2 Stück. Bing. 1, 2. Wunderbar. Dann könnt ihr beide mal eben hier rüber und die Engine updaten. Zack, rein damit. Das wird unsere neue Firma. Und fertig. Wir updaten nochmal das Spiel. Und nächste Feature gibt's. Gleich mal hier reingesetzt. Na, Zahlen gehen wieder runter. Oh, da hat fertig. Gleich hinterher noch eins. Ah, nicht Patch. Sprache hatten wir da. Oh. Nein. Wir machen Spiele-Update. Das können die gleich machen. Oh, haben wir noch Personal zum Einstellen? Ein. Was kannst du denn? Du kannst eigentlich von jedem etwas. Sprite und Geschicklichkeit. Das ist doch schon mal ganz gut eigentlich. Hier, geh erstmal da rein. Du bist ja eher Designer, so, machen wir so und du gehst hier mit hin. So. Ja. So. Oh, nächste Engine. Wir sind hier bei 160.000. Noch ein Update. Neue Sounds, neue Storyline, neue Spielmodi, Sicherheitsupdate und ach, alles Mögliche. Rein da. Wir haben es ja.
Wir haben über eine halbe Million jetzt. So, wer wird zuerst fertig hier? Ihr. Zack. Und euch beauftrage ich jetzt mit dem Sprachpaket. Zack. Alles andere nochmal hinterher. So, und noch mehr. Die merken, dass die Engine geil ist. So. Das ist doch schon mal richtig Hammer. Nächste Update ist fertig. Dann kommt gleich noch eins hinterher. 11.000. Aber wir haben schon 653.000 plus gemacht damit. Ich glaube, wir sollten uns noch jemanden holen. Oh, hier Level 4. Zack, mach fertig. Da guckt ihr das mal an. Zack, so wird fertig gemacht. In 2 Wochen gibt's hier neu. Was tun? Wie viel Programmierung hast du? Ah, selbst 58. Ich glaube, euch tausche ich mal aus hier. Ihr könnt. Wäre jetzt blindes Raten, welches Thema kommen wird. Ja, wir brauchen unsere Wiesen. Nee, nicht rumlaufen. Rein da. Update ist fertig. Oh, 218.000, 219.000. Tja, ich denke, ne? Sogar Hot Brain. Oh, The Hammer wurde von 3 Spielen überholt. Und wir sind 1 von den 3. Aber Hot Brain bei 20.000. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch ein Update. Wunderbar. Okay. So, ja, es läuft. Jetzt kommt die neue Sprache gleich durch. Zack. Und nochmal Engine. Oh, eine neue Engine ist verfügbar. 6er, 12, 22. Ich würde sagen, wir machen hier ein neues Update. Solange das Spiel am Laufen ist, können wir auch Updates machen. Götter. Also reden die von mir. Nein, Quatsch. Auftragsarbeit. Nein. Was machen wir denn? Engine. Wir haben S5. Aber wir haben die Steuerung haben wir auch schon erforscht. Das heißt, wir bringen die auch auf den Markt. Aber immer noch für 10.000. Wir lassen es dabei. Ja, der ist richtig gut. So, oh. Bringen wir es nochmal ein Hype? Bringt das was? Gucken. Ja, jetzt schief gehen kann es nicht. Auf jeden Fall haben wir nochmal 943 neue Fans dazu gekriegt. Ist das nicht Burner? Boah, du hast dein erstes Genre erforscht. Wir sollten versuchen, Genre zu mixen, um etwas Neues für die Spieler zu erschaffen. Unser Genre steht nun zur Verfügung. Wunderbar. Wie, ihr habt nichts. Ich brauche Götter. Götter. E, F, G. Götter. Alles steht hier rum. Die Engine wurde upgedatet. Und ja. Ja, ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch. Guckt rein. Morgen wird auch noch auf legendär eine Folge kommen. Und von daher
Wäre es schön, wenn ihr auch da reinguckt. Das wird aber alles auf normal geblieben. Okay, bis denn dann, euer Lazy.